Hallihallo da draußen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Closed Beta von New World. Der Sascha, der Sponsor, der mir den Key besorgt hat und auch den Giveaway-Key besorgt hat und sogar einen zweiten Giveaway-Key besorgt hat, aber heute wird nur einer verlost, ist auch anwesend, der Love These Games. Und da kommt auch gerade vom Nightbot die Mitteilung, das ist natürlich ein perfekter Zeitpunkt. Auf diesem Link findet ihr eine Playlist von dem Sascha, also von dem Love These Games. Sämtliche Infos zu diesem Spiel, die bis heute bekannt gewesen sind, nochmal übersichtlich in kleinen, kurzen Videos. Teilweise auch schon mit Gameplay-Videos. Denn es sieht ganz stark danach aus, dass wir heute sehr lange Wartezeiten haben. Ich gucke gleich mal rein in die Server, wie sie jetzt aussehen. Ich habe mich gerade schon mit mehreren Mitspielern abgesprochen, auf welchem Server und welche Fraktion wir haben. Sämtliche Mitspieler sind Streamer. Wird witzig. Heute sind wir allerdings erstmal nur mit dem Beutel unterwegs. Aber die nächsten Abende wird es noch ein bisschen voller in unserem, naja, Chaoten-Team. Ich besorge es jedem, schreibt Love These Games. Ja, der Key-Dealer meines Vertrauens auf jeden Fall. Hinter Infos muss ein Leerzeichen. Nein, muss es nicht. Da ist nämlich ein Doppelpunkt da und dadurch ist der Link drinne. Liebe dunkle Lady. Denn Leerzeichen frisst der Nightbot vor sämtlichen Links einfach weg. Das ist ein bisschen doof bei mir. Ich weiß nicht warum. So. Danke für den Support. Du, ich hab zu danken. Ohne dich wäre es gar nicht machbar, mein lieber Sascha. So, wie immer warten wir aber erstmal ein bisschen, dass die Leute sich so langsam einfinden hier. Ich rauche derweil eine. Liebe Leute, macht das nicht nach. Vor allem den Minderjährigen. Euch ist es verboten. Es macht eh nur gelbe Zähne und eine schlechte Lunge. Apropos, Zähne putzt, ja. Jetzt so ein Chaos-Tag heute. Einen halben Tag eigentlich nur am Abquatschen gewesen mit den Leuten. So, der Fenrir. Morgen früh ab 7.30 Uhr, wer da schon wach sein sollte und Zeit haben sollte, wird er auch das Spiel streamen. Mal gucken, ob er Mitspieler findet um die Uhrzeit. Mal gucken. Man kann den Link nicht anklicken? Also, ich kann ihn anklicken. Guckst du per Handy oder per PC zu? Ich kann ganz normal draufklicken. Ich weiß nicht, was da dein Problem ist. Ansonsten kann ich noch mal kurz gucken, ob er es noch mal frisst, wenn ich jetzt mit Leerzeichen probiere. Aber er hat sonst immer Probleme. Ja, bei Gori geht's auch. Also, dunkle Lady, ich weiß nicht, was du da machst. Per App über Handy. Ja, das könnte das Problem sein. Du bist wahrscheinlich... Ja, genau, wenn du über die App drin bist, das ist kein App-Link. Sozusagen, das ist direkt... Vom Browser der Link. Ansonsten einfach Love These Games, so wie hier geschrieben wird, ist auch bei mir auf dem Kanal verlinkt. Sowohl hier auf Twitch als auch auf YouTube, da kannst du auch gucken. Eigentlich müsstest du ihn schon kennen durch die deutsche YouTube- und Twitch-Szene, wo du ja schon reingestöbert hast. Achso, und natürlich erstmal Grüße, SkyEye, Grüße auch Dunkle Lady und Love These Games und der liebe Gregor, der heute wieder als Gori unterwegs ist, auch auf dem Discord unterwegs ist, wo nachher auch der Beutel reingehüpft kommt. Ich weiß noch nicht, wann er online geht. Er meinte 21 Uhr. Ich weiß auch nicht, wie lange er brauchen wird, bis er zu uns joinen kann und alles. Vielleicht sitzen wir dann beide noch in der Warteschlange, keine Ahnung. Ich soll nochmal WhatsApp schauen. Da siehst du es, was sehe ich da? Am Handy geht es nicht. Dafür kann ich doch aber nichts, Leute. Ich weiß nicht, warum. Mann! So, ich gehe jetzt nochmal da rein. Ich probiere es jetzt nochmal zu editieren. Mache jetzt nochmal ein Leerzeichen rein. Sage nochmal speichern. Problem ist nur, ich habe noch keinen Command dafür eingefügt, was erstmal nur für heute gewesen ist. Jetzt müsste ich das alles mal kopieren. Und sobald ich da kopiere, sind die Absätze wieder raus und die Leerzeichen wieder raus. Wartet einfach mal ab, ob der nachher nochmal auftaucht, der Link. So. Ich noch mal kurz laden, hier hat keiner reagiert, okay. Extra ein Video hochgeladen, wo ich sage, Leute, hier Community Area und komplett null Reaktion, ne? Fenrir, grüß dich, schwer zum Gruße, mein Bruder. Nischt ist gut, alles im Arsch, Katastrophe. Nix. Ist doch nicht schlimm, alles gut. Na, Fenrir, ich habe gerade schon Werbung für dich gemacht für morgen früh. Für die Leute, die die ganze Nacht über so gehypt sind, dass sie nicht schlafen können. Die können dann ab 7.30 Uhr bei dir reinluren. So, habe ich irgendjemanden übersehen? SkyEye habe ich auch schon gegrüßt? Nee. Jemand übersehen? Finde ich ja schon mal schön. Ist ja schon mal ein guter Anfang. So. Wie gesagt, ich rauche noch in Ruhe auf. Und dann gehen wir in die Charaktererstellung. Problem ist schon mal, was ich euch sagen kann.
Man muss am Anfang eine Fraktion auswählen. Und man hat pro Server nur einen Spieler machbar. Also nicht so wie bei World of Warcraft. Sondern wirklich nur pro Server einen Spieler. Und wenn ich dann auf einem anderen Server spielen möchte, muss ich den Avatar davor löschen sogar. Ahu! Genau. Sehr schön. Schade, dass Henry heute keine Zeit hat zum Mitspielen. Aber ich denke mal Freitag bestimmt. Spätestens Freitag, denke ich mal. Warte, erst was ich mitgekriegt habe, was ist mit Evil eigentlich los? Die hat irgendwie gar nicht reagiert. Der Freitag wäre ja eigentlich immer Wahlheim-Tag gewesen. Sascha, hat der Evil auch einen Key bekommen? Ich sollte ja aufs Handy gucken, ne? Achso, Sascha, dein Nightbot-Link, der erscheint jetzt alle 15 Minuten, wenn nichts schief geht. Von daher können wir relativ schnell nachgucken, ob es funktioniert. Patrick schreibt gerade noch irgendwas. Also der Lord Wenix, der schreibt noch irgendwas. Ich weiß gar nicht warum. Achso, weil Fenrir sich fürs Follow bedankt hat. Aber hä? Der war doch letztens schon bei dir im Stream drin, Fenrir, wo wir Valheim gezockt haben. Ich dachte, der hat dir schon ein Follow dagelassen. Lol. Männerbegrüßung unter sich. Nee, das ist eine Bruderbegrüßung. Austieb. Bruder begrüßen sich so. Spartiaten, was ist euer Handwerk? Genau, Dritze, du grüß dich. Schön, dass du auch da bist. So. Das liegt an meiner religiösen Ausrichtung. Was, der Fausthieb ins Gesicht zur Begrüßung? Was ist da für eine Religion? Berliner oder was? Wer zieht sich aus? Was? Hier zieht sich keiner aus. So, Leute. Bin gespannt, wie jetzt die Server aussehen. Vorhin waren Wartezeiten von bis zu 3 Stunden. Ach du Riesendreck. Bevölkerung hoch, nicht mehr Mittel. Wie sieht's auf Inferni mittlerweile aus? Hoch. Nee, nicht euer Ernst. Jungle Freak, grüß dich. Jetzt nur noch 2 Stunden. Es hat sich aktualisiert. Okay, ich gehe einfach rein da jetzt. Und hier steht jetzt die Info, du darfst nur einen Charakter im Weltset Vanaheim Sea haben. Das ist gerade Zentraleuropa. Du musst deinen Charakter in Inferni löschen, wenn du in einer anderen Vanaheim Sea Welt spielen willst. Oh, die Musik passt hoffentlich von der Lautstärke her. Sag Bescheid, wenn es zu laut ist, ne? 3 Stunden läuft, ja. Ich hoffe mal, dass es nicht 3 Stunden sein werden. Wenn Freunde von dir auf einem anderen Vanaheim Sea Welten spielen, kannst du nicht mit ihnen zusammenspielen. Verstanden. Kamerasteuerung und so weiter und so fort habe ich auch schon angepasst. Wer, wie, wo, was? Wer schreibt und warum? Ach, Seifenlord hat mir was geschrieben. Seifenlord, sorry, aber ich kann jetzt nicht drauf antworten. Mach das bitte im Chat, wenn es nicht zu privat ist. So, Farmblindheitsmodus habe ich auch nicht. Untertitel kann anbleiben, das habe ich alles schon eingestellt eigentlich. Helligkeit und Kontrast, ich denke, das ist erkennbar für euch. Ansonsten kann ich noch ein bisschen... Ist ein bisschen zu hell vielleicht. Obwohl, nee, für den Stream müssen wir ein bisschen heller machen. Nicht jetzt für mich, dass ich irgendwas sehe im Dunkeln, sondern damit ihr das auch erkennen könnt. Oh, das wird dann ein interessanter Stream. Na, mal gucken. Kannst den Titel ja in Warteschlangen-Simulator umbenennen. Na, mal gucken. Ansonsten muss ich mich nochmal mit den anderen Code schließen, dass wir doch einen anderen Server nehmen. Macht das, Fenrir. Loke erstmal. Fortfahren. Ich denke mal, wir werden sowieso erstmal noch ein Tutorial haben. Oh! Bin mal weg! Also, ich bin noch zu hören, aber nicht zu sehen. Okay, das sieht schon verdammt nice aus. Legend.
There's power and vast riches as well. But those who've gone before you have simply vanished, never heard from again. I saw the horror, the madness that overcame the crew. It was beyond any evil the world has ever known. How I survived, I do not know. The contents of this box are not of this world. They will guide you to that one, wherever and whatever that may be. Go then, Captain. Charge your course and your fate. I will say a prayer for the souls of your crew. Sehr freundlich, danke. Alter, sieht das geil aus. Guckt euch den Regen an, wie der da von der Bordwand runterläuft. Krass. So, wir sind in der Charakterstellung. Kapu, grüß dich, meine Liebe. Meine liebe Kapu, ich habe eine Überraschung für dich. Und zwar am... welcher Wochentag ist denn das? Scheiße. Der Freitag. Freitag Project Zomboid. Einfach mal angucken, bitte. Und ja, Sascha, es ist auf jeden Fall hammergeil. Es sieht sowas von gut aus. Also das Intro gerade. Habe schon 100 Mal gezockt und bin immer noch hyped. Das glaube ich dir, Fenrir, das habe ich nicht erstellt, den Charakter. Der ist gerade schon random so erschienen. Also das bin noch nicht ich. Ui, alles klar, Robin. Ja, klar. Kein Problem, Kapu. So, Körperbau. Machen wir mal zuerst den Körperbau. Was ist das jetzt hier? Männlich-weiblich? Alles klar. Ich habe noch nie gesehen, dass zu dem Zeitpunkt, zum 17. Jahrhundert, eine weibliche Priesterin generell so rumgelaufen ist. Also diese Frisur, ne? Das ist, ja, okay. Ich spiele aber männlich. Gesicht. Was wollen wir denn für eins? Asiatisch eher weniger. Hautfarbe und Frisur und alles wird noch geändert da drüben. Okay. Braucht man eine Gesichtsform mit einem markanten Kinn? Aber nicht zu markant. Und einen dicken Zinken im Gesicht. Kann ich den drehen? Kann ich nicht. Okay. Dann Hautfarbe. Ja, so. Naja, weniger gelblich. Passt das? Nee, ich bin eher kellerbraun. Also richtig kellerbraun. Machen wir so richtig kellerbraun, damit ich im Dunkeln auch wirklich leuchte, ne? Lord Rennings, grüß dich mal lieber. Du, hast das schon gesehen? 2 Stunden Wartezeit auf Inferni. Bist du schon drauf oder hast du noch Wartezeit, mein Lieber? So, Frisur. Passend, aber... Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Schädelform? Dann? Nee, die sind alle so. Krass. Oha. Na gut. Gesichtsbehaarung. Naja, normalerweise hätte ich einen Bart. Ungefähr so. Nur halt bloß vor kurzem abgeschnitten. Nee, nicht ganz so. Gibt es einen 3-Tage-Bart? Nee, warte mal, das hier. Das passt eher zu dem, was ich vorher hatte. Augenfarbe braun. Ja. Braun. Merkmale? Ach, gibt eine vorgefertigte, nicht frei platzierbare. Ja, toll, jetzt ist auf der rechten Seite. Ach, mit der rechten Maustaste kann ich drehen, okay. Welche Sommersprossen und so? Nee, haben wir nicht. Narben, ach hier. Ja, das passt schon eher. Hab ich ja eine hier, wisst ihr? Das ist ja überhaupt Oge. Mal gucken, ob es noch eine dezentere gibt. So auf der Stirnhöhe. Sieht aber nicht so aus. Okay, das sieht cool aus. Das hat fast ein bisschen von diesen afrikanischen Ritualschnitten. Es gibt ja so irgendwas Religiöses, ist es, glaube ich, bei einigen afrikanischen Stämmen, wo die sich halt so richtig Muster ins Gesicht reinschneiden. Ist das hier eine Brandnarbe? Nee, dann hat die hier schon am besten gepasst. Tattoos!
Fürs Gesicht nur, oder wie? Machen wir hier schon mal ein Schwarz. So ein bisschen Kajal, ne? Also, hab ich ja immer drauf. Nee, hab ich nicht. Hier ist ein Anker. Oh, damit ich mich nie verirre in der Wildnis, habe ich immer eine Sternkarte dabei. Die ist auch so gut zu gucken. Arschgeweih, ja, genau. Nimm den hässlichsten. Ich will mich mit dem Spiel identifizieren können. Dann spielt selber Gregor. Ganz ehrlich. Lebende Taschenlampe, genau so geil. So, habe ich irgendjemanden verpasst gerade? Nee, noch nicht. Bobby mit Stirnband. Ja, und wie so ein bisschen, ja. So, ist das jetzt, so, jetzt bitte mal die Info von euch, passt das jetzt so? Jetzt geht das mit dem Link, ist ja interessant. Über die App geht das nicht, aber über den PC geht das. Wie dumm das einfach ist. Und komischerweise, dass er jetzt das Leerzeichen frisst und ich könnte fast drauf wetten, beim nächsten Mal ist das Leerzeichen wieder raus. Der setzt das irgendwie bei mir immer wieder zurück, obwohl ich die Cookies erlaubt habe und die, Kache da nicht immer lösche. Okay, das sieht, hat was. Passend zum 17. Jahrhundert, natürlich kein 3D-Tattoo oder so ein Scheiß. Also, es sind schon coole Tattoos. Ich meinte das jetzt nicht negativ, was die Tattoos angeht, aber passt halt nicht zum 17. Jahrhundert, ne? Ja, ich hab gehört, wir spielen heute Marodeure. Was passt denn dazu? Oh, so ein bisschen Jack Sparrow-mäßig? Nee, komm, ich habe kein Tattoo in mir Sicht. Kann ich hier runterscrollen, hochscrollen? Nee? Okay. Dann weiter. Identität. Darf ich so oder darf ich so? Oh, zu lang. Darf ich mit Sonderzeichen arbeiten? Ungültig. Ah! Blöd, mein Name ist zu lang. Na gut, dann müssen wir das so machen. Oder ich mach das so? Das erlaubt er mir. Okay. GP, GP, grüß dich. Robin ist ungültig, ja. Robin ist ungültig. Spiel ist vorbei. Ist Game over. So, Charakter erstellen. Es gibt keine Möglichkeit, Name und Aussehen im Spielverlauf neu zu ändern. Ja, ich weiß. Okay, nee, ich wusste es nicht, aber es ist mir auch egal, weil es passt jetzt einigermaßen. Sag mal, habe ich doch ein Gesicht drin? Oh. Ja, moin. Lauf. Lauf, Junge. Kraken. Es heißt Kraken. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen nass geworden. Also in-game. War für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz, die Cutscene sogar. Hätte gern noch länger laufen können, wie halt richtig so das Schiff runtergezogen wird, man noch mehr vom Kraken sieht. Kraken, ich sag auch schon Kraken. Lauf, wohin? Ins Wasser? Der will nur spielen, ja, glaube ich auch. Geht's irgendwann weiter? Übrigens oben rechts FPS-Anzeige. Teilweise für die Entwickler, teilweise für euch, damit ihr auch sehen könnt, wenn es ruckelt, ob es am Stream liegt oder am Spiel. Wenn die FPS runterschraubt, also wenn die sich runtersenkt schlagartig, dann liegt es am Spiel. Wenn es ruckelt und die FPS aber trotzdem bei ungefähr 60 ist, sage ich jetzt mal, dann liegt es an meinem Stream, dann sagt mir einfach Bescheid. Passiert jetzt auch irgendwas? Heute Streamtitel Schwarze Katze bei Nacht mit geschlossenen Augen. Und FPS-Anzeige. Tja, tot. Glaube ich auch. Es war aber kein Quicktime-Event. Und selbst wenn, hätte er irgendwie da stehen können, Game Over, versuch's erneut. War aber nice, das Game. Ja, stimmt, ich habe noch nie so schnell ein Spiel durchgehabt. Durchgespielt. Ja. Jetzt passiert nichts, was ist los? Sagt mein Taskmanager. Der chillt. Gibt's noch eine Rückmeldung vom Spiel? Oh, war da eben irgendwas? Nee. Sekunde. Gibt's noch eine Rückmeldung? Ah! Okay. Von wegen 3 Stunden, ne? Lalanya, grüß dich, meine Zuckerschnute. Guten Abend alle zusammen. Cutscenes hast du schon verpasst. Wir haben jetzt erstmal eine Wartezeit vor uns. Leider ohne Musik, wie ich merke. Aber gut. Was muss
Planeten AV heißt der Server, okay? Gut, also schon mal nicht unserer Stromausfall, das wär's jetzt. Genau, es war ja damals mal eine Ankündigung, dass ich von den öffentlichen Abonnenten, also die, die mich öffentlich abonniert hatten auf YouTube, dass ich den Namen vorlese und so. Ich dachte damals zu dem Zeitpunkt noch, weil da drüber eine Überschrift fehlte, das war damals noch nicht zu Ende programmiert von YouTube, dass das alle Abonnenten wären. Ich wollte die 1000 Leute vorlesen in der Reihenfolge, wie sie gekommen sind. Oh, gleich geht's los. Gleich geht's los. Übrigens, noch ganz schnell eine Ansage. Ihr könnt gerne klippen wie die Weltmeister, wenn ihr wollt. Achtet nur beim Klippen drauf, dass ihr auch die Stelle erwischt, die ihr wollt. Weil sobald ihr auf Klippen drückt, oh, öffnet sich ein neuer Tab. Wenn sich ein neuer Tab öffnet, könnt ihr da noch die Stelle bestimmen. Clip maximal eine Minute. Es passiert was, wir sind drin. So, Auslastung. Wunderbar. Maximal 70% gerade. Mal gucken, wie es bei einer Belagerung aussieht nachher. Let's go, yo. So Leute, ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich zu wenig auf den Chat achte. Aber ihr seid ja meistens lieb. So, zack, 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 zack. Ja, und die Vorhersage ist beendet, genau. Ja, habe ich doch jetzt. Okay, ich soll da hinlaufen. Wäre cool, wenn es da gestanden hätte, dass ich da hinlaufen sollte. Moin. Zieh deine Waffe mit X. Moment. Moment, ich muss nachladen. X. Blocken mit rechter Maustaste. Alles klar. Und nun? Angriff mit linker Maustaste. Alles klar. In your face, du. Lumsch. Ich soll Lumsch drücken. Was ist ein Lumsch? Links Umschalt. Wir ausweichen, okay. Schwerer Angriff halten. Linke Maustaste. Alles klar. Der Typ hat nur zwei Schläge ausgehalten, Captain Sorb, und du bist schon krepiert mit fetter Rüstung und alles? Achso, ich darf mich nicht bewegen, ich wollte mich erstmal umgucken. Reden. Du, komm näher. Dein Kapitän braucht dich. Hier stimmt etwas nicht. Ich fühle mich nicht gut. Da steht nicht wohl. Deutsche Synchro! Geil! Ach, mit E und mit Mausklick kann ich steuern, okay? Los, Spiel, Romy, bin doch schon dabei. Dritzel und Gratulation? Achso, weil er gewonnen hat, ja. E. Dieser Teufelssturm. Bei allen Kreisen der Hölle, was ist das? Und wo ist meine Kiste? Ich brauche meine Kiste. Hast du sie? Du räudige Landratte. Ja, pass mal auf, Captain, ich kann dir gleich mal den Lahnstoß geben, wenn du unbedingt willst. Aber sag mal, was ist los mit dem? Ist hier keine Schwerkraft und sein Blut, was aus ihm rausläuft, fliegt nach oben oder ist er schon infiziert? Von dieser Verderbnis. Ich hab die Kiste nicht. Hier stimmt etwas nicht. So nah dran. Das ist ungerecht. Der war in der Warteschleife. Was passiert mit mir? Ich darf so nicht sterben, nicht. Hier stimmt etwas nicht so nah dran, das ist ungerecht. Der war in der Warteschlange vorhin. Ich schwöre. Ach übrigens, die FPS-Anzeige hier oben, die ist freiwillig einstellbar, aber ich lasse sie erstmal drin. Aber hier sehe ich auch die Koordinaten, wo wir uns befinden. Ich hoffe, es gibt eine Ingame-Map. Jetzt schon gleich nach dem Tutorial. Keine Ahnung, was das hier oben ist. Ich denke mal ganz stark, das wird für die, die Unternehmer, für die Entwickler sein. Und welche Stabilitätsgeschichten? Input-Latenz. Die sieht gut aus, ja. Und meine Bitrate ist gleichbleibend. Geilomatico. Weiter geht's. Aufgabe annehmen. Alles nehmen. Nimm alle Gegenstände. Okay. Abgewetzter Rundschild und kleine Rotation. Ration. Sieht die Gegenstände im Tab an. Okay. Abgewetzter Rundschild. Den soll ich jetzt per Drag and Drop dahin ziehen. Alles klar. Ah, und hier steigt mein Rüstungslevel. Okay. Essen ausrüsten. Alles klar. Warte mal. Bevor wir das machen, Tourtipp. Rang 1 Essen. Gewicht 0,6 pro Stück, denke ich mal.
Und welche Hinweise, wie viele Hitpoints das gibt? Verwendung stellt für kurze Zeit Gesundheit wieder her. Die Gesundheitserholung wird beendet, sobald du Schaden erleidest. Ah, wichtiger Hinweis. Alle gekochten Nahrungsmittel verleihen den Effekt belebt, der eine langsame Gesundheitserholung und zusätzliche Konstitution für 20 Minuten gewährt. Okay. Gibt ja auch noch Tränke und so, ne? So, das ist tatsächlich unser Gewicht, was er hier zeigt. Nicht unsere Rüstungsstufe, unser Gewicht. Hier ist ein Marker, da ist ein Marker. Das kombinierte Gewicht aus... Ach, jetzt ist diese Aufgabe da drüber. Kombinierte Gewicht aus deiner ausgerüsteten... Blablabla. Bei leicht, wenn du leichte Rüstung trägst, weichst du mit einer schnellen und weiten Rolle aus. Du brauchst 20% weniger Bonus... verursachst 20% weniger Bonusschaden. Bei mittel verursachst 10% Bonusschaden und die Dauer deiner Kontrollschwächung steigt um 10%. Werden wir noch erfahren, was Kontrollschwächung ist. Wenn du schwere Rüstung trägst, weichst du mit einem langsamen Schritt zur Seite aus. Deine Blockstabilität steigt um 15% und die Dauer deiner Kontrollschwächung steigt um 20%. Und bei ausgelastet, du trägst so viele Gegenstände im Inventar herum. Wenn du belastet bist, ist es egal, wie hoch dein Ausrüstungsgewicht ist. Du kannst weder rennen noch ausweichen und verlierst beim Blocken mehr Ausdauer. Du solltest einige Gegenstände aus deinen Taschen entfernen. Ich finde, das ist schön komplex. Gefällt mir. So, was ist hier los? Xanthius! Grüß dich! Mensch, willst du wieder deine Hörnchen irgendwo reinrammen? Grüß dich, mein Lieber. Xanthius, sehr zu empfehlender Kanal. Ich denke mal, du hörst gerade auf. Wir sind jetzt erst endlich reingejoint nach fast 4 Stunden. Und jetzt endlich im Tutorial. Obwohl, du hast vorhin gar nicht New World gespielt, glaube ich. Und die geile Rüstung ist weg? Die kommt doch noch, Gregor. Die kommt doch noch. Kennst du das nicht, dass alle bei Tod despawnt? Ach so, das meinst du. Nee, warte mal. In der Cutscene beim Start, also vor ein paar Stunden, als wir in der Warteschlange angefangen hatten, uns anzustellen, hatte der keine Rüstung an, unser Avatar. Der hatte nur ein Hemd und eine Hose an, ne? Und das ist jetzt alles ein bisschen zerschlissen bei ihm. Ja, hey, doch noch geschafft. Ja, hat aber es 4 Stunden gedauert. Nach dem Tutorial kannst du dich direkt mit Beutel treffen. Haben wir auch vor. Sobald ich das Tutorial durch habe, werde ich Beutel schreiben, dass wir uns jetzt endlich treffen können. Hat wieso auch immer Permaban bekommen wegen Misconduct. Was wäre? Gronkh wurde gebannt. Was? Cute. Tutorial. Iss und trinke etwas, um deine Gesundheit wieder zu regenerieren. Ich drücke 3 zum Essen. Trinken auch? Okay. Nee, trinken geht nicht. Muss ich hier ins Wasser gehen? Salzwasser trinken ist bestimmt ganz gesund. Auslastung. Ey, die Performance ist ja nice, ne? Und grafisch auf mittlerer Einstellung? Ich finde nicht, dass man meckern kann. Sag mal, habe ich hier irgendwas zu trinken bei? Nee, warum sagt er mir, dass ich noch was essen und trinken? Okay. Dann kommen wir von Schiffsfriedhof, um deine Mannschaftskameraden zu suchen. Okay, wir sollen also Beute suchen gehen. Mit Sprüngen kannst du Objekte überwinden. Sagst mir jetzt auch, welche Taste ich drücken soll? Oh! 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 Nee, warte. Wo ist denn hier Tastenbelegung? Tastenbelegung? Hier Tastenbelegung. Wo ist Springen? Wer es findet, das behalten. Wo ist Springen? Alter, echt jetzt? Oh, man kann auch pingen. Mittlere Maustaste, aber auf der Karte wahrscheinlich. Okay. Sofort gefunden. Ja, wo ist es? Ich blind oder bitter beides? Oben? Heranzoomen, herauszoomen. Hier. Ist gar nicht belegt? Nee. Das ist gar nicht belegt? Lol. Ist sonst irgendwas auf der Leertaste? Nee, sonst hätte er gemeckert. Ich habe das mir schon vorhin gehabt. Ich wollte... Bevor ich gejoint bin und bevor ich live gestreamt bin, schon mal ein bisschen durchgucken, ob ich irgendwas sinnvoller finde. Und wollte was auf ausweichen, genau. Ausweichen wollte ich wie bei Valheim auf Linksumschalt und rechte Maustaste drücken.
Und da hat er gesagt, du bist gerade dabei, die rechte Maustaste nochmal zu verwenden. Bist du dir sicher? Der hat mir einfach die Leertaste rausgenommen. Wie doof ist das bitte, ne? Holt die Salami und Butter! Apropos, Salami-Fighter ist heute gar nicht da. Ja, Xanti, Salami-Fighter hat auch mich gefollowt, nachdem du mich ja dazu genötigt hast, bei dir Werbung für mich zu machen. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut?